Moin Leute, guten Tag, guten Mittag, wir haben jetzt ungefähr 12 Uhr und herzlich willkommen zu Acker Vlog Nummer 7. Ja, jetzt habe ich mir extra mal die Zahl gemerkt, nicht so wie bei den anderen Malen, ich musste nicht überlegen und wir sind heute am Getreidedreschen. Wir machen heute den Rest zu Ende, den wir letztes Mal noch stehen gelassen haben. Das ist jetzt gerade hier der Weizen und noch ein bisschen Tritikale, hatte ich letztes Mal auch schon gesagt. Im letzten Ackervlog, glaube ich. Ja, wir sind jetzt hier auf dem ersten Stück, ist ein Weizenstück hier. Und ich hoffe, wir beginnen hier mit dem Schlechtesten, weil hier, wenn ich mir das hier so angucke, haben wir einen absoluten Totalausfall hier. Ich kann hier mal rumgehen und das so zeigen. Wenn man sich das hier so anguckt, das soll ein Strohschwad sein. Kann man hier drei nebeneinander. Eins, zwei, drei. Kann man, wenn man sich weiß, fast nicht erkennen. Wenn man hier auch mal zu den Pflanzen dann geht, dann, wenn ich jetzt mal hier vorne gucke, dann haben wir solche Pflanzen. So ungefähr bis zu meinem Knie hoch und das sind die höchsten Pflanzen. Hier, wenn ich jetzt 5 Meter weiter gehe, oder 10, hier zum Beispiel, hier bis zur Hälfte von meinem Bein und da sitzt ja gar nichts dran. Hier zum Beispiel, ich mache mal so eine Pflanze ab. Das ist die Getreidepflanze. Da ist noch nicht mal richtig rausgekommen, die Ähre. Und wir haben hier mehrere solche Stellen. Hier auch wieder, wenn ich hier noch weitergehe, hier kann man schon fast noch auf den nackten Boden gucken. Hier wird es jetzt erstmal noch wirklich schlechter. Da vorne war noch mit die beste Ecke. Und die sah schon miserabel aus. Hier haben wir noch Andeutungen von Strohschwaden, die etwas größer werden als da vorne. In der Mitte, aber auch nichts wirklich Tolles. Dafür, dass hier eigentlich relativ guter Boden ist und wir hier Weizen stehen hatten, haben wir uns hier eigentlich relativ viel erhofft. Dafür ist relativ wenig gekommen. Wir haben jetzt hier ja 8 Hektar, glaube ich, ungefähr das Stück. Und gerade erst einmal abgebunkert, abgetankt. Wie viel es dann insgesamt nachher wird, Tonnenprojekt, da weiß ich, kann ich noch nicht sagen. Muss ich nachher sagen, wenn wir hier mit dem Stück fertig sind. Trocken soll es, glaube ich, auf jeden Fall sein. Ich habe mal gerade so eine Ähre genommen. Ein bisschen drauf rumgekaut. Das ist total hart. Also da werden wir keine Probleme haben. Ich befürchte sogar eher, dass es zu trocken ist. Aber ist ja auch eigentlich nicht normal, heute am 16. Juli schon Weizen zu dreschen. Das war mein Handy. Ja, am 16. Juli Weizen zu dreschen, habe ich schon mal gesagt. 1. August oder so, Anfang August, sind wir eigentlich damit dran. Dieses Jahr halt ein bisschen früher haben wir den 16. Juli und alles Getreide ab, wenn jetzt alles nach Plan läuft. Heute soll alles runter, wenn nicht noch irgendwas kaputt geht, aber da gehen wir jetzt mal nicht von aus. Da wäre natürlich noch die Krönung. Ne, die Kirsche auf dem Kuchen kann ich jetzt nicht, auf der Torte kann ich jetzt nicht sagen, weil die ist ja eigentlich immer was Gutes. Das wäre der Super-GAU. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben heute Morgen noch losgemäht für ein bisschen Heu. Da haben wir so eine Fläche in so einem Naturschutzgebiet. Da darf man immer erst ab dem 14. Juli mähen. 14. Juli, glaube ich, oder? Ja. Wegen Artenschutz, wenn da Vögel brüten. Da halten wir uns natürlich auch ganz ordentlich dran und deswegen haben wir jetzt 16. Juli da losgemäht. Ja, weil war jetzt, hat sich jetzt gut gepasst, war jetzt 14. war ein Samstag, da hat man noch nicht ganz so viel Zeit und der 15. war dann der Sonntag und da wir sowieso jetzt 2 Wochen Sonne oder so gemeldet haben, haben wir auch nicht die große Eile, haben wir das heute gemacht, sollte dann auch irgendwann im Laufe dieser Woche abgewickelt werden. Hoffen wir, dass wir da noch ein paar Ballen zusammenkriegen. Ich persönlich war jetzt nicht da. Ich weiß gar nicht, wie viel da steht. Müssen wir da mal gucken. Was sagt meine Kamera? 4 Minuten 50. Ich habe letztes Mal von meinem Malheur erzählt, ne? Dass die Kamera dann ausgegangen ist. Das will ich nicht, damit das heute nochmal passiert. Ja, deswegen
rede ich jetzt, glaube ich, etwas mehr in einzelnen Abschnitten. Gucken, wie lang der Vlog heute wird. Der Tag wird, glaube ich, noch relativ lang. Deswegen kann das sein, dass ich mich nochmal öfter melde. Aber dann war es das jetzt fürs Erste. Sind zwar schon 5 Minuten vorbei, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Anschauen des restlichen Videos, weil für mich war das jetzt so die Einführung, die ich jetzt mit ranzoomenden Impressionen beende. Aber die Kamera dauert so lange, braucht so lange, bis sie ranzoomt. So, jetzt darf ich nicht so viel wackeln. Und 3, 2, 1. Bis gleich. So, guten Tag, Freunde, ich bin es wieder. Jetzt melde ich mich vom zweiten Acker. Noch ein Weizenacker. Hier könnt ihr sehen, na, könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, dass das Weizen ist, ist aber so. Und hier, wenn wir uns die Strohschwaden angucken, steht es ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Der Acker hier liegt ein bisschen tiefer als der andere, ist dementsprechend ein bisschen nasser und deswegen konnte hier auch ein bisschen mehr wachsen. Wir wissen natürlich noch nicht, was hier steht, aber wir erhoffen uns einiges mehr als beim anderen. Da haben wir jetzt auch noch kein endgültiges Ergebnis, weil wir das auch noch vor den Tank vom Drescher ein bisschen mit dem hier noch gemixt haben. Aber wir sind so bei ungefähr 4 Tonnen pro Hektar angelangt. Ja, brauche ich nicht weiter was zu sagen, ist nämlich traurig genug. Ja, wir haben jetzt, warte, gucken wir auf die Uhr, wir haben jetzt gleich 2:30, sind jetzt noch beim zweiten Stück. Wir haben heute insgesamt so roundabout, also ungefähr 15 Hektar. Wenn wir die beiden Stücke hier fertig haben, sind wir bei, was habe ich gesagt, 9. Müsste ja irgendwo bei 9. Jetzt haben wir das andere fertig, waren ungefähr 6, gute 6. Hier haben wir knappe 3. Ihr paar waren jetzt schon fertig, noch vielleicht einen Hektar. Also haben wir jetzt schon so ungefähr 7 Hektar haben wir jetzt gemacht. Ist ungefähr die Hälfte. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir das hoffentlich wahrscheinlich heute noch fertig. Bei der Tritikale, bei dem einen Stück, müssen wir gleich mal gucken. Da könnte es sogar echt ein bisschen besser werden, weil wir da ein relativ nasses Loch haben, wo sonst häufig Wasser steht, dieses Jahr natürlich nicht. Aber es ist trotzdem noch etwas feuchter da, da könnte sogar echt noch ein bisschen was stehen. Müssen wir uns dann überraschen lassen. Aber hier jetzt auf jeden Fall erstmal der Weizenmann-Reinfall. Zumindest das andere Stück auf jeden Fall, das hier wird sich nachher zeigen. Kann man immer so schlecht abschätzen, wenn das an Halm ist, wie viel das dann genau ist. So ungefähr. Aber auf jeden Fall mit das Schlechteste, das andere Stück zumindest. Machen wir nichts. Müssen wir trotzdem, geht trotzdem weiter und hoffentlich kommt bald ein besseres Jahr für das Getreide. Und hoffentlich kommt bald nochmal besseres Wetter überhaupt in diesem Jahr. Ja, da werde ich mich dann immer nochmal wieder zu melden. Das war jetzt ein kleines Update von mir. Ich habe jetzt, wie ihr vielleicht seht, hier Gefährt gewechselt, andere Anhänger, anderer Trecker. Wenn das gleiche voll ist, muss ich das dann wegbringen. Und ich muss immer nochmal gucken, ob der da sein Rohr ausfährt. Hört sich irgendwie ein bisschen doppeldeutig an. Nein, sein Rohr zum Abtanken. Da muss ich da nämlich schnell hin. Ist aber noch nicht der Fall. Wäre mal natürlich schön, dass das so schnell wie möglich und so früh wie möglich passiert. Ist dieses Jahr nicht der Fall, aber wie gesagt, geht weiter. Und gleich gucken wir mal, ob vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird. Man muss immer positiv denken. Man darf da nicht zu sehr an sich ranlassen. Es rennt meine ganze Zeit mit schlechter Laune rum. Das wollen wir ja nicht. Also, kleines Update von mir. Und ich habe die Klimaanlage gerade ausgemacht, weil es sonst so laut hier ist. Aber jetzt fange ich schon wieder echt an zu schwitzen. Deswegen mache ich die Kamera aus jetzt. Dann kann ich die Klimaanlage wieder anmachen und irgendwann melde ich mich dann im Laufe des Tages. Wahrscheinlich denke ich nochmal wieder. Bis dahin war es das für diesen Abschnitt hier. Guten Tag, Freunde. Ich zum dritten heute, jetzt auf dem nächsten Acker. Jetzt sind wir hier in der Tritikale. Weizen haben wir jetzt fertig. Können wir jetzt auch ein Fazit, würde ich mal so sagen, ziehen. Ja, trocken war alles. Alles zwischen 12% und 13%. Eigentlich ein bisschen zu trocken. Hätten wir vielleicht sogar noch eher machen können, aber da kann ja fast keiner mit rechnen. Die Kamera mal ausrichten. Ja, auf dem einen Stück hatten wir
waren wir so bei 4 Tonnen pro Hektar. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ne, ich glaube, da wusste ich das noch nicht genau. Ja, ziemlich mager. Und auf dem anderen, etwas kleineren, liegen wir sogar bei etwas über 6 Tonnen pro Hektar. Noch fast begeisternd für die Verhältnisse. Da stand auf jeden Fall dafür, da das nicht geregnet hat, noch relativ ordentlich was drauf. Und jetzt sind wir hier auf dem Trinkalstück, haben wir hier noch 4 Hektar. Wie viel das hier wird, müssen wir gleich mal gucken. Davor hat man noch einen so einen Hektar ziemlich im Busch liegen, Tritikale. Das war gar nichts. Der liegt so hoch und so trocken auf so sandigem Boden, das weiß ich nicht genau wie viel, aber da ist fast überhaupt nichts runtergekommen. Das Allerschlechteste. War zum Glück das kleinste Stück und dann hoffen wir, dass das hier ein bisschen besser wird. Ich denke mal, ich werde mich gleich nochmal wieder melden und dann Bericht erstatten, wie viel es hier geworden ist. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Wir erhoffen uns natürlich hier vor allem, weil hier noch ein bisschen nasser ist unten, doch noch ein bisschen mehr. Hier seht ihr sogar das Braune da. Das ist alles nur Unkraut, weil im Winter sogar so nass hier war, dass das alles abgesoffen ist, das Getreide. Tja, schade eigentlich. Aber damit haben wir hier schon mal öfter Probleme. Dafür der Rest steht hier, ja, so geht wohl. Stroh auch nicht wirklich das bombastischste, schwieriges Wort, so ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich melde mich gleich nochmal wieder und dann erstatte ich normal Bericht, wie viel es hier geworden ist, wenn ich das dann weiß. Und dann haben wir hier nachher nur ein Stück, da sind wir so... Das sind dann so 2 bis 3 Hektar noch, glaube ich. Und dann sind wir fertig. Wart dann mit der Getreideernte für dieses Jahr. Am 16. Juli. Eigentlich traurig, aber habe ich oft genug gesagt, ist aber wahr. Und dann gucken wir mal, was da gleich noch so gibt. Ich sage bis dahin tschüss und bis gleich. Oder bis jetzt sofort. Ich werde es ja direkt hier dran schneiden. Aber für mich ist es erst bis gleich. Also, dritter Abschnitt, dritte Berichterstattung, jetzt kommt die vierte. So, guten Tag, Freunde. Ich glaube mal zum letzten. Bin ich schon schmutziger geworden? Ich habe das Gefühl. Ja, ich glaube schon. Ja, bei solchen Arbeiten bleibt man nicht frei von Staub. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem letzten Acker hier. Ein bisschen Tritikale noch, gute 2 Hektar. Auf dem anderen Stück gerade, wo ich gesagt habe, ich kann noch nicht sagen, wie viel da unterkommt, da haben wir, glaube ich, sogar gut, haben wir jetzt so, wie ich gerechnet habe, gute 6 Tonnen pro Hektar runtergekriegt. Das ist ja noch fast begeisternd. Da kann man sich ja schon fast drüber freuen bei den Bedingungen. Ist auf jeden Fall relativ ordentlich für die äußeren Bedingungen, die da herrschten. War, glaube ich, auch mit das Beste jetzt. Und dann gucken wir mal, was hier noch so unterkommt. Nehmen wir eigentlich ganz so viel, das war schon über den Erwartungen, würde ich mal sagen. So ein bisschen zumindest. Freut natürlich auch, ein bisschen Stroh liegt da auch noch. Ja, und dann gucken wir mal weiter, hier auch noch ein bisschen Stroh. Das ist natürlich auch ein wichtiges Kriterium. Davon brauchen wir natürlich auch was nachher, Stroh zum Einstreuen, zum Füttern. Und wenn wir da nicht genug haben, müssen wir im schlimmsten Fall auch noch was kaufen, aber... sonst haben wir die Jahre auch schon mal ein bisschen was verkauft, weil wir zu viel hatten. Aber dieses Jahr, denke ich mal, müssen wir alles behalten. Aber das sollte dann auch reichen. Ja, wir haben jetzt 7:45. Ich denke mal, brauchen wir hier wohl noch eine knappe Stunde, bis 9 Uhr irgendwann so. Oder kurz, glaube ich nicht. Bis kurz vor 9. Dann können wir den Wagen noch schnell wegbringen, weil... die Genossenschaft dann auch um 9 Uhr zumacht. Dann haben wir den noch schnell weggebracht. Und dann ist das Getreidedreschen wäre das Getreidedreschen für dieses Jahr schon fertig, am 16. Juli. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, was Feuchte angeht, sind wir bis jetzt überall im Rahmen geblieben. Nichts zu nass, auf gar keinen Fall. Eher zu trocken, also die Tritikale, wo ich jetzt gerade mit den guten 6 Tonnen Projekten gesprochen habe. Hat sogar so eben mal gucken, kann ich auch zeigen. Da oben. 11,7% Feuchte. Eigentlich ein bisschen zu trocken, aber
Da hätten wir vielleicht ein bisschen früher dreschen können, aber macht man jetzt nichts mehr dran. Zum Glück nicht zu nass, das wäre aber da hat auch keiner mit gerechnet. Da wäre natürlich der Super-GAU. Der Super-GAU. Und sonst sind wir dann hier bald fertig und ich denke mal, ich verabschiede mich jetzt. Ich glaube, ich melde mich nicht mehr, weil das ist jetzt auch der letzte Acker, dann ist der Vlog auch lang genug geworden. Ich habe jetzt ein paar Mal gefilmt und dann würde ich mich sagen, verabschiede ich mich von euch mit diesen Impressionen. Da einmal der Mähdrescher. Und ich sage tschüss in 3, 2, 1. Bis zum nächsten Mal.